Gut, okay, also wir werden mit Questen überhäuft. Das heißt, wir düsen hier wieder wild durch die Gegend und werden mal schauen, ob wir hier noch andere Bereiche finden, wo wir halt Leute plätten können. Auf Wiedersehen. Adieu, mein Freund. Okay. Ah, da unten sind die. Okay, alles klar. So, dann haben wir hier auf jeden Fall eine Sackgasse, in der wir jetzt verweilen. Ah, jetzt komm, geh hier mal runter. Dankeschön. Tschüss. So, da oben würde ich ganz gerne noch die Wie heißen denn die Nebel des Krieges aufdecken? Dankeschön. So, das habe ich hier geschafft. Und hier haben wir das jetzt auch geschafft. Gut. Dann düsen wir hier einfach weiter nach unten. Heilen uns mal ein bisschen. Und gehen dann in diese Richtung. Okay. Kirchspuks Reich. So. Der ist blass. Aha. Dann sollte er vielleicht mal ein bisschen in die Sonne gehen und ein bisschen Schrein des Giftes. Das ist gut. Okay, was haben wir hier noch? Ja, irgendwas ist hier mit diesen Schreinen auf jeden Fall. So. Dann würde ich... Ach, warte mal. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1. So. Ach, das war Vitalität, nicht Fokus. Wieso eigentlich Stärke? Stärke brauche ich doch überhaupt nicht. Bei mir ist die Vitalität viel besser. So, ich hau das jetzt da rein. Gutes. Und dann würde ich hier gerne Fähigkeitenpunkte. Dich da und ganz gerne mal. Dich da nochmal. Wunderbar. So. Dann würde es ja mal darunter gehen. Okay, ich würde die ganz gerne hier ums Eck. Pam pam. Pam pam. Der sieht mir hier echt nach alten Schützengräben aus. So. Genau. Na, da können wir nicht durch. Dann gehen wir halt doch wieder da lang.
So, da ist wieder ein Baumstamm. So. Wie gesagt, es sieht wirklich nach diesen Minenfeldern aus dem ersten, ach Quatsch, Schützengräben aus dem Ersten Weltkrieg aus teilweise. Zumindest ist die Assoziation da. Auf Wiedersehen. So, dann haben wir die Quest auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Dann ist die Frage, was haben wir da oben noch für eine Quest? Da oben haben wir ja auch noch irgendeine Quest. So, auf Wiedersehen. Autschi-Pautschi. So, ich würde da oben jetzt eigentlich gerne mal hingehen und gucken. Aber die Frage ist, wie komme ich da hin? Autsch! So. Dann will ich mal hier runter und ein bisschen durch die Schützengräben hier laufen. So, okay. Da scheint es ziemlich sackgassig zu sein. Gut, dann würde ich mal dahin gehen. Und auf Wiedersehen. Und dann würde ich eigentlich mal wieder in meinem Inventar rumstöbern. So, das brauche ich ja nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Eieieiei. Den lasse ich mal da liegen. Der kommt auf jeden Fall. Ah, warten wir mal. Den brauche ich nicht, den brauche ich nicht, den brauche ich nicht. Den nicht. Den so auch nicht, den nicht. Den nicht. Den nicht, den nicht, den nicht. Der ist völlig unmagisch. Der auch, der auch. Dann kann der dahin. Und der kann dahin. Und dann würde ich mal sagen, hey Haustier, bring mal das Zeug weg. Und wir schauen mal, ob wir alleine hier weiterkommen. Zum Beispiel gegen diesen Troll da. Ich brauche mehr Mana. Ja, das hat geklappt. Dann würde ich ganz gerne mal hier rüber gehen. So. Wunderbar. Und auf Wiedersehen. Okay, da waren wir schon. Dann würde ich mal ganz gerne in meinem Inventar das hier identifizieren. 23, 40 Mana, Feuerschaden. Plus. Ah, nee, das ist jetzt auch nicht meine Welt. Muss ich sagen. Okay.
So, tschüss. So, und tschüss. Und hier ist Randale König. Wieder am Werk. Da ist Gold, da ist Gold. Und dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Euer Begleiter ist aus der Stadt zurück. So, das ist schon mal gut. Können wir nämlich hier ums Eck und mit unserem Begleiter den da platt machen. Jetzt schon. Und dann würde ich ganz gerne mal hierher. Und mal gucken, was es denn mit diesem Spaß hier auf sich hat. Ja, ja, das ist mir jetzt auch egal. Hey, das habe ich ja jetzt schon erledigt. So, auf Wiedersehen. Dann gehen wir mal hier hoch. Wunderbar. So, und dann würde mich mal interessieren. Da ist eine Truhe. Oh, da unten ist auch eine Truhe. Da unten ist auch eine Truhe. Und hier ist auf jeden Fall der Schrein des Giftes. Hier ist der Schrein des Feuers. Da ist der Schrein des Eisens. Und dort ist der Schrein der Elektrizität. Was auch immer das jetzt bewirkt hat. Wir gehen erstmal da runter. So, und dann schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Wahrscheinlich einfach wirklich da oben langlaufen. So. Ich brauche mehr Mana. Wunderbar, okay. Dann gibt's Felsen. Mit einem gewaltigen. Ich brauche mehr Mana. Eine Falle. Ja, ist sehr gut. Und tschüss. So, dann würde ich mein Inventar mal wieder ein bisschen durchchecken. Den brauche ich auf jeden Fall nicht. Den nicht, den nicht. Den brauche ich gerade auch nicht.